Ich weiß nicht, was das da oben ist. Auf jeden Fall, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Es fängt an zu rechnen, ich habe aber jetzt wieder mein Schnellreisen. Damit können wir die Welt auf jeden Fall deutlich schneller erkunden und unsere Eispranken und Co. einsammeln. Und hier in dieser Höhle, da waren wir ja schon mal, das war ja... Wieso läuft das hier so gut von der Performance? Auf jeden Fall war das eine der ersten Quests, weiß ich noch. Das müsste also Folge 5 aus dem Enderal-Teil sein, die wir hier gemacht haben. So... Bei dem anderen bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, wo das hier ist. Das sah ein bisschen so aus, als wäre das noch weiter hier oben auf dem Stein. Aber dann stellt sich mir die Frage, wie komme ich da hin? Oder hier? Hier in so einer kleinen Bucht? Das ist übrigens sehr laut, also falls ihr mich nicht hören könnt, das liegt am Regen. Am Regen. Übrigens auch mal wieder sehr lustig, ich bin ja so in mehreren WhatsApp-Gruppen, ne? Ist ja jeder von uns. Und es ist ja bekannt, dass ich aus Mainz komme. So, Mainz ist ja Sonnentempel der Welt. Die ganze Welt schreibt nicht in diesen WhatsApp-Gruppen, oh Gott, heute der Sturm, es regnet, bei mir sind die Scheiben zerbrochen, das, ich kann nichts machen, mein Fahrrad fliegt mir um die Ohren, mein Socken hauen mich aus den Schuhen, mein, Wind, Wind, Wind. Ich guck so raus, sehe so blauen Himmel, größtenteils ein paar einzelne Wolken, so ein paar Cumulus-Dinger, ja, okay. Aber es sind eher Nimbus-Wolken, glaube ich. Und dann gucke ich so raus auf die Bäume, ne, um den Wind zu sehen. Sehe ich nichts. Jetzt bin ich einmal um diese Insel herum. Ja, es ist halt wirklich echt. Und das ist nicht nur heute, es ist einfach immer so, diese Gespräche. Die ganze Welt hat so Scheißwetter, dann guck ich raus, ist bei mir einfach Sonnenschein. Ich verstehe es nicht. Ich meine, dass es gutes Wetter ist, ja, aber so? Ey. Also ich muss ja irgendwo hier hochkommen. Kann ja nicht sein. So, das sieht doch gut aus. Prinzipiell. Wo? Ein bisschen rechts. Aber beim besten Willen. Beim rechten Weg, ich sehe nichts. Ich guck mal gerade kurz. Ja, ihr seht das gerade nicht. Hä? Oh mein Gott.
Ei. Das war ja Panthers Haus, Virus Haus. Wieso kann ich nicht? Achso, wahrscheinlich, weil ich im Fall bin, oder? Okay. Ja, es ist immer einfacher, als man denkt. So, hier rechts irgendwo auf dieser kleinen Insel. Klein ist jetzt was anderes. Aber da ist ein magisches Symbol und eine Pranke. Man könnte es bitte aufhören zu rechnen. Das ist sehr, sehr, sehr laut. Ich sehe zwar, dass ich in meinem OBS mit der Lautstärke über die von dem Spiel komme, aber ist das ein Gegner? Nein. Aber angenehm ist das trotzdem nicht. Was ist das denn immer hier? Ha! Nee, ich dachte erst, das wäre das magische Symbol, was hier geleuchtet hat, aber es war einfach gar nichts, was hier geleuchtet hat. Ich weiß, es ist die falsche Richtung, aber hier war ich doch auch schon mal, oder? War ich hier noch nicht? Doch, ich war hier schon mal. Hä, jetzt bin ich wieder bei Jeros Haus. Was? Wo ist das Zwischending? Warte, warte, warte. Alter. Okay. Okay. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich bin noch nicht ganz im Bilde, wo das hier sein könnte, alles. Okay, ja, abgebrannte Fischerhütten. Hier? Okay. Boah, ich 12 Uhr, 18 Stunden schlafen. Dann ist vielleicht doch der Regen weg. Vielleicht, ich hoffe es einfach nur. Ja, ist er. Ist das schön. Also so hätte ich das jetzt laut Karte nicht eingeordnet, dass es hier ist. Und irgendwo soll sich hier jetzt auch noch eine Eispranke befinden. Ja, so ein bisschen links von mir. Muss halt immer das Ganze, also ist ganz ehrlich, das ist zwar so eine Halblösung, die ich hier habe, aber so wie ich jedes Mal suchen muss, habe ich trotzdem selbst immer noch einen größeren Aufwand. Okay, das ist hier irgendwo vorne rechts.
Jetzt sind wir wieder in meinem Lieblingsteil des Landes. In dem, wo wir ganz zu Anfang waren. Okay, es war simpel. Eisklar, eisklar. Okay, würde ich vermuten, einfach hier entlang ein bisschen in den Bergen. Und dann findet sich das. Ach ja. Schöne Gegenden, ne? Weißt du, was ich jetzt gerne mal hätte? Wisst ihr, was ich jetzt gerne mal hätte? So eine Art, ich sag mal, wie kann ich das beschreiben? Ich beschreibe es am besten mit einem Gleichnis erstmal. Ich habe, also wenn ich ein Rennspiel spiele, so, dann gibt es bei Zeitrennen oft so Ghost Cars. Ghost Cars, die quasi mein eigenes Replay sind, von wie ich gefahren bin. Und nicht quasi so wirklich so identisch meine Bewegung. Ja, halt gespeichert hat. Und genau sowas. Nur halt nicht die Bewegung, sondern... Ja, wohl doch eigentlich die Bewegung. Und, klar, das geht jetzt nicht in der Aufnahme, aber... ja, was ich gesagt habe im Let's Play. Sowas hätte ich irgendwie gerne als... Ja. Ja, fürs Spiel hier, fürs Let's Play. Das finde ich mega awesome. Könnte man sich ins Regal stellen. So irgendwie. Ah, es ist auch wieder mal wieder nicht so leicht zu finden, ne? Na gut, soll es ja auch nicht. Wenn das leicht wäre, dann wäre da keine Herausforderung bei. Klar. Man muss ja einfach mal auch nur die Horizonte erweitern hier ein bisschen. Wo man hinguckt. Von welchem Winkel man das alles betrachtet. Es ist mal wieder nicht ohne. Mal wieder nicht ohne. Also bei den meisten stellt sich ja danach immer so ein Aha. Ach so. Gefühl ein. Ich kann mir vorstellen, dass es hier halt auch so mega ist. Es muss ja auch irgendwo von hier so ein, ich sag mal, für Normalleute entdeckbar sein. Ich guck mal auffällig, aber von unten, wie so ein normaler Abenteurer eben, dem nicht ins Knie geschossen wurde. Aber das ist irgendwie auch nicht, ne? Hier? Aber das ist die doch nicht, oder? Doch. Ei. Hätte ich gar nicht so eingeschätzt. Gar nicht.
Aber der Weg hat funktioniert. Meistens ist es dann ja doch einfacher, als man denkt. Hallo. Hier bei Flussheim. Unfassbar. Hier vor Flussheim. Ah, da sehe ich es schon. Da muss ich gar nicht lange gucken. Der ist relativ leicht gewesen. 53 von 222, das ist halt einfach echt viel. Okay, dann gehe ich gerade mal noch zur verlassenen Ruine. Da scheinen direkt welche zu sein und sonst hätte ich dieses ganze. Ne, Herzland ist es nicht, ne? Sommerland heißt es, glaube ich, hier. Dieses Plateau, auf dem wir uns befinden. Oder? Ich glaube, es ist das Sommerland. Nein, es ist das Tomorrowland. Lol. Okay, warum ist hier ein magisches Symbol so, also wirklich so offensichtlich und nicht von mir entdeckt? Kann mir das jemand sagen? Ja, guck mal, wenn ich das hab, dann habe ich hier diesen ganzen Bereich nämlich frei. Also die scheinen, wenn ich das so verstehe, hier vermutlich auf dieser Insel zu sein. Könnte das sein? Ich glaube schon. Muss ich dann nur einen Zugang finden? Aber ich denke auch, das kriegen wir hin. Die schimmernde Mine, da will ich ja nicht rein. So. Ach, komm schon. So, ich will da nur hier hoch. Mensch. So, hätte ich eigentlich auch den Stein nehmen können direkt, aber gut. Okay. Hi. Okay. Haben die sich respawned oder wieso sind hier wieder. Auf jeden Fall höchst interessant. Kann man mal wieder Gleiches ohne sagen. Ein Nirnwurz. So, und hier müssen die jetzt irgendwo stecken. Und ich denke, wenn da schon dieser Hain ist und der sieht mal wieder mega awesome aus, dann wird da auch etwas sein. Jetzt ist die Spinne weg, das ist schon mal gut. Was? Da. Ja, hat man nicht gesehen. So, und der andere ist hier auch irgendwo. Ich vermute vielleicht eher da unten. Ich speichere mal. Wenn ich unten bin, geht es vielleicht nicht mehr so gut nach oben. Eine alte Robe, aber das ist nicht das, was ich wollte. Das ist auch in keiner Weise nützlich und sinnvoll für mich.
Da habe ich jetzt noch nichts gesehen. Da komme ich noch nirgendwo hin. Das sind Straßendiebe. So. Das war. Also es gibt Dinge, die sind deutlich schwieriger. Ah, guck mal, da ist eine Truhe. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich da hochkomme, wieder. Ich weiß, ich könnte jetzt entweder TCLen. Oder Schnellladen. Schnellladen würde ich nicht als Cheaten ansehen. TCLen hätte ich in dieser Situation allerdings als Cheaten angesehen. Vor allem, weil ich es als nicht unlösbare Aufgabe ansehe, da hochzukommen. Hallo? Oh, das riecht mich hier so auf. Das ist beim normalen Skyrim schöner. Kannst du auch mal auf einen Stein gehen, der vielleicht nicht genau dafür vorgesehen ist. Ich vermute, hier ist auch die Eispranke. Okay, da ist schon mal nichts. Okay. Vielleicht, so wie es aussieht, könnte es auch aus einem anderen Winkel kommen. Dann ist hier so eine Art Fjord oder wie ich das dann gerade mal nennen will. Okay, das ist es nicht, oder? Nee, warte, hä? Nee, auch nicht. Wo ist das denn? Ich hätte. Uiuiui. Da hätte ich mich aufgeregt. Ah, ja, okay. Aber es war so grob, war das schon die richtige Richtung. Das kann man mal so festhalten, zumindest. Jetzt muss ich nach Flussheim, um zu diesem Muranturm zu kommen. Wo aller Voraussicht nach sich die nächste Eisbranke befinden wird. Ah, hier sind wir. Ich könnte eigentlich mal meine Sachen loswerden, ne? Ah, müsste ich ja mittlerweile Sachen haben. Und der Ambrosia. Alter, das ist gut. Und Getränke, Alter. Und noch mehr Getränke, Alter. Nice. Okay, jetzt, brauche ich alles nämlich nicht.
Die Bücher, wo ich direkt schon zwei von dabei habe, noch einmal. So. Perfekt. Oha. Hallo. Hallo. So, die anderen Zauberbücher kann ich auch verkaufen. Okay. Nee. Ah, so. So, jetzt ist die Frage, jetzt habe ich hier noch diese ganzen Verbrauchsgegenstände, ne? Hier. Ja, hier machen wir, ne? Okay, diese ganzen Lehrlingsbücher kann ich verkaufen. Ja. So, jetzt ist die Frage, ich habe ja eh schon, ne? Ich habe 11 Lernpunkte, 16 Handwerk. Okay, also 11 mal bis 75 Fernkampf und 16 bis 75 Schloss knacken. Okay, Schloss knacken und Fernkampf hat sie nicht anscheinend. Oder doch? Hä? Naja, Schlösser knacken hat sie 16. Aber irgendwie nur das eine. Naja. So. Eigentlich könnte ich die Dinger auch mal essen, ne? Aber mache ich. Nee, das mache ich vielleicht alles auf einmal. Die ganzen Zutaten kann ich mal gerade hier reinwerfen. So, Bücher. Nee, hä, was habe ich jetzt nichts getan? So. Jetzt kann ich mir wieder die doppelten Dinger mitnehmen. Ist lustig, ne? Mit den. Ganzen Büchern, die ich noch lesen werde. Das muss ich auch gewesen sein, scheinbar. Ah. Okay. So. Wie viel Geld habe ich mittlerweile? Ja, 20.000, ne? Ich dürfte keine Handwerkspunkte haben, ne? 11 Lernpunkte, 4 Erinnerungspunkte. Könnte ich eigentlich auch mal meditieren, ne? So. Wie war das mit den. Ich. Jedes Mal kann ich das neu erwähnen, ne? Ich habe 3 volle. Ich mache jetzt gerade den nächsten, ne? Das schon. Locken ist wirkungsvoll. Achso, das brauchte ich ja nicht. Sturzschaden um die Hälfte gemindert. Okay, nee, das Schild nutze ich nicht. Schadensreduktion. Ach ja. Das war das, stimmt. Mit einem hohen Schild könnt ihr schneller laufen. Brauche ich nicht. Das Tragen ist schwerer aus und verlangsamt euch nun weniger und wiegt nur noch die Hälfte. Das ist das nächste. Das hier und das und das und das. Das war leichte Rüstung, ne? Ne, Einhandwaffen. Brauche ich gar nicht. Was ist das? Tränke. Und leichte Rüstung scheinbar. Ja, Tränke, leichte Rüstung brauche ich nicht. Will ich nicht. Was haben wir hier? Licht und Mentalmagie.
Elementarmagie. Psionik wäre eventuell noch irgendwie mal interessant, oder? Erzürnen, Panik, naja gut. Elementarismus ist ja Kampf, bräunlich. Mentalismus. Ja, Mentalismus wäre tatsächlich. Hä? Für 60 Sekunden, für 180 Sekunden. Okay. Also Mentalismus wäre nicht schlecht. Entropie. Ja, Mentalismus und Entropie. Ja, ne? Was ist hier am Ende? Verringert die Mana-Kosten für Psionik und Entropie. Ein Angriff mit einer beschworenen Waffe wirkt automatisch Seelenfalle. Psionik wirkt neben nur ein Haufen Töter, Inventarwesen und mechanische Kreaturen. Das Wirken von Zaubern ist nun lautlos. Ja, da kann man bestimmt auch einiges machen. Oh. Würdet ihr, das ist interessant. Ich glaube, den mache ich als nächstes voll. Elementarfokus ist halt wirklich nur Waffen, ne? Klar. Das ist so, das würde ich dann noch irgendwann mal machen, ja. Aber vorher vermutlich eher alles andere irgendwie. Aber wir haben jetzt das andere hier. Wo ist das Rage? Nein, Auge des Sturms. Fels in der Brandung. Nehmt ihr kaum noch Schaden. Das ist eigentlich gut. Ich würde sagen, bis dahin machen wir einen Cut. Sehen wir uns und tschüss.